Fritz starb nur 5 Monate nach seinem Bruder Elmar. Sie konnten nicht ohne einander sein und wollten nicht sein. Am Montagmorgen verstarb der Schauspieler Fritz Wepper, Derek, im Alter von 82 Jahren in einem Hospiz in Oberbayern. Fritz ist friedlich verstorben, sagte Weppers Frau Susanne Kellermann, 49, gegenüber Bild. Der große TV-Star litt seit Jahren unter gesundheitlichen Problemen und wurde zuletzt zunehmend unwohl. Ein besonders schweres Schicksalsereignis war für den gebürtigen Münchner der Tod seines geliebten Bruders Elmar. Am 31. Oktober letzten Jahres verstarb Elmar Wepper im Alter von 79 Jahren an plötzlichem Herzversagen. Sein Tod war eine Überraschung. Rückblickend scheint es, dass Fritz ohne seinen Bruder nicht hätte überleben können. Als hätte ihm ein tragischer Verlust den Lebensmut genommen. Fritz Wepper sagte im vergangenen Dezember zu Bild: Diese absolute Endgültigkeit ist das Schlimmste. Elmar war immer da und ein Teil meines Lebens, solange ich mich erinnern kann. Eines der Dinge, die die Brüder verband, war ihre Leidenschaft für Filme. Die beiden traten viele Male gemeinsam vor der Kamera auf, doch der ältere Fritz fühlte sich zu komödiantischen Rollen hingezogen, während Elmar ein bekannter Charakterdarsteller wurde. Doch trotz aller Unterschiede verbindet die Brüder eine ganz besondere Bindung, die von Anfang an besteht. Die beiden Jungen wuchsen unbeschwert im Nachkriegsdeutschland auf. Wie Elmar vor Jahren gegenüber Bild verriet, hatten er und Fritz eine wirklich tolle Kindheit. Schauspieler: Meine Mutter hat uns unglaubliche Freiheit und Liebe geschenkt. In einem 2021 von Fritz Weppers Frau, der Filmemacherin Susanne Kellermann, gedrehten Video sind Fritz und Elmar zum letzten Mal gemeinsam vor der Kamera zu sehen. Fritz erinnert sich an seine erste Begegnung mit Baby Elmar. Ich war 3 Jahre alt, als er geboren wurde. Zuerst dachte ich, es sei eine Puppe. Meine Mutter sagte: Das ist dein Bruder. Ich fragte: Ist er die ganze Zeit noch bei uns?